Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Let's play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap mit dem nicht ganz so einfachen Vorhaben Crossplay nutzen zum Maisabfahren. Guck mal, wenn, dann muss man das auf einem Standardhelfer machen scheinbar, weil in den Kurven kriegt der andere sonst nicht die Kurve. Der wechselt falsch. Ah, habe ich den Platz geklaut, ne? Aber immerhin, zwischendurch hat er ein bisschen was gemacht. Gleich wieder voll sein, kriegt nur so einen kleinen Rest. Ja, warte doch. So, und 4 Vorgewände reicht definitiv. So, wollen wir mal gucken, wie produktiv wir heute sind. Wie viele Anhängerladungen Mais gibt es heute? Wie oft bleiben wir auf dem Silageberg hängen? Und schaffen wir wirklich ein bisschen was? Ich habe gerade eben gar nicht geguckt, wie viel haben wir denn wohl schon geerntet. Meine Überlegung ist auch nur, dass wir das tatsächlich hier alles dahin bringen und das kleine Feld vielleicht auch beim Hof wieder abgeben. So, wieder ein bisschen was für später für die Tiere, für Kraftfutter haben. Silage brauchen wir eh. Das andere haben wir ja relativ schnell durch die Förderbänder verschwendet. Und durch das, guck mal, 35.000 Einnahmen Milch. Jetzt kommt es aber. 14.000 Betriebskosten Fahrzeuge, 4.000 Tierhaltungskosten. Also summa summarum bleiben da immer noch 16.000 oder so. Plus. Sehr schön. Und jetzt am nächsten Tag dürften die Kühe noch ein bisschen produktiver werden. Und das Schöne ist ja auch, wenn es demnächst in einer Version eine Milchindustrie hier geben wird, mit der man dann auch mit der Milch noch ein bisschen mehr anfangen kann, soll man natürlich auch irgendwie zu Produkten herstellen können und das Ganze bei den Supermärkten verkaufen. Mal sehen. Oh, ist der so schnell voll? Mal gucken, wann es das gibt. Auf jeden Fall soll man so noch ein bisschen mehr aus der Milch rausholen, damit es sich eben auch lohnt, die ganzen Kühe, da 100 Kühe oder so zu beschäftigen. Gras ohne Ende zu haben, Stroh ohne Ende. So, nächste Ladung. Sonst nehmen wir gleich einen anderen Silageberg, wenn das da nicht mehr funktioniert. Aber noch kippen wir darauf. Und ich will mal gucken eigentlich aktuell, wie viel haben wir denn überhaupt schon? Eine 500.000 wird ja mittlerweile drin sein, ne? Aber es wird abenteuerlich hier, ne? Er ist tatsächlich auch... Ist auch tatsächlich nur eine 500.000. Ich habe irgendwie insgeheim gehofft, dass es tatsächlich schon ein bisschen mehr ist. Also richtig kommt der Helfer da hinten nicht mehr so voran. Es wirkt jetzt nicht so, als hätte er in der letzten Zeit da irgendwie noch großartig schön was verteilt. Ah, hier vorne ist es schon noch platt. Es waren aber erst 10 Ladungen. Guck mal, da kommt jetzt die nächste. 577.000 hätten wir dann hier. Gucken, ob er sich durchgekämpft kriegt. Ansonsten haut er natürlich alles vorne einfach rauf. Aber zumindest ein Kurs. Naja. Hat durchdrehende Reifen und kippt jetzt alles wieder auf einen Haufen. Und dann ist das Silo tatsächlich bald hinfällig. Dann können wir nur noch rückwärts ranstoppen. Und so versuchen, da irgendwie voranzukommen. Aber wir wollen das schon noch voller kriegen, ne? Ansonsten lohnt sich das nachher nicht, im Kursplay für einen Radlader da einzufahren. Das kostet ja auch wieder ein bisschen Zeit. Und der Radlader muss dann vor und zurück. Ich weiß nicht genau, ob es genauso funktioniert wie in LS15. Ich werde es auf jeden Fall testen. Ein bisschen verdichtet er ja, ne? Aber so ganz ausgereift ist es irgendwie noch nicht. Ich weiß nicht genau, warum er sich immer so an der Wand festhängt. Nur damit er das schön links und schön nach rechts verteilt. Kann sein. Und an dem Mod wird ja auch noch gearbeitet, ne? Es gibt fast täglich neue Kursplay.
also Dateien sozusagen, die in dem Cosplay erneuert worden sind. Meines wäre jetzt wahrscheinlich auch schon wieder veraltet. Vielleicht gibt es schon eine neuere Version, die das noch ein bisschen besseres Feintuning beinhaltet, dass es einfach besser funktioniert. So, der andere kommt gar nicht wieder, ne? Schade. Ich dachte, das klappt einmal kurz hier, dass sie wirklich mal ein bisschen, wenn der eine voll ist, der andere hinterherkommt. Oder vielleicht steht er am anderen Feldende und fährt gleich erst los. Kann natürlich sein. Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Na, guck mal, das haben wir auch langsam ein bisschen besser drauf. Jetzt wissen wir auch besser, wie der Cosplay Auto hier, AI Vehicle Extension hier funktioniert. Können wir also auch mit unseren Glasdreschern nutzen, wenn wir Roggen ernten. Aber erstmal wollten wir Mais zu Ende machen. Mittlerweile muss man ja sagen, das fällt, ne, absehbar. Wir brauchen wahrscheinlich noch eine halbe Stunde circa, weil es leider nicht so alles gut funktioniert, wie es könnte. Ja, zu schnell rausgefahren. Guck mal, der andere kommt hier und kommt entgegen. Wow. Hat es tatsächlich irgendwie geschafft. Ja, dann fahren wir ein bisschen schneller da hinten. Wäre ja schön, wenn der ihn voll kriegt und der wieder ungefähr auf Brückenhöhe auf uns wartet. Dafür musst du aber ein bisschen rausfahren auf dem Feld, weil sonst steht der andere dir ja gleich im Weg, ne? Okay, vielleicht kriegt er genug Schwung oben. Naja, und in der nächsten Folge ist es dann auch wieder hell. Dann hat das Maishäckseln im Dunkeln ein Ende. Wir wechseln dann wahrscheinlich wieder in den Sonnenaufgang. Bewölkt ist es ein bisschen von der Wetterlage her, aber sonst kein Regen oder so. Alles im grünen Bereich. So, wer kommt denn hier noch rauf? Einfach mit Schwung oder was? Okay, so viel Schwung kriegen wir nicht, wa? Komm, zieh. Ruhig ein bisschen verdicht mit dem Anhänger. Der muss jetzt ja richtig Wucht haben da mit dem ganzen Krams drin. Aber nicht so viel, dass wir hier eine ordentliche Steigung reinkriegen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren hier. Wir müssen erstmal den Siloberg irgendwie wieder ein bisschen, ja, gerade vorbringen, das Ganze. Entweder wir schieben das von hier nach hinten hin auf, dass wir irgendwo eine ordentliche Fläche haben, wo sie dann nachher wieder runterkommen, weil so, hier ist auch kein, hier ist nichts mehr zu machen. Und der Verdichter kommt ja auch nicht vom Fleck da hinten. Der hängt da hinten immer an so einem kleinen Stück fest, hängt sich da auf sozusagen, macht irgendwie nicht viel. Und wir kommen so nicht mehr richtig hier hoch. Können immer so ein Stück voranziehen. Ne, das kennen wir ja, so kann man sich teilweise befreien. Aber Leute, das ist nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, rückwärts ranfahren, Silo, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz einfach ist, mit Cosplay, wäre die bessere, saubere Variante, um Silageberge richtig hinzukriegen. Ist unser erster, ne? Ich sag mal jetzt hier im Single Let's Play. Im Multiplayer haben wir ja schon ganz coole Silageberge hingekriegt. Also habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich wollte das so versuchen. Merke jetzt aber auch, okay, die Idee war nicht die beste. Hinterher ist man ja immer klüger. So, 682.000. Dann lassen wir den jetzt erstmal kurz draußen vor hier. Oh, ist der andere auch schon unterwegs? Das kann, oh oh. Ah, da ist er doch schon wieder, diese nächste volle Ladung.
Abfahrer entlassen. Ja, Serie 7 hat durchdrehende Reifen. Wundert mich gar nicht. Sollen wir ein bisschen nachschieben. Fahr bitte auch weiter, es gibt nicht alles hier vorne ab. Jetzt hängen wir nämlich hier oder was? Schön. So, also das ist die höchste Einstellung für Schild. Er fährt ja zumindest wieder los. Ne? Immerhin haben wir jetzt einen, der auch wieder losfährt und versucht, sich voll zu machen, scheinbar. Und in der Zwischenzeit versuchen wir das Ganze hier mal ein bisschen so zu machen, dass hier auch Leute wieder hoch und runter kommen. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance, das halbautomatisch hinzukriegen. Was mich echt nervt, ist ein bisschen dieses Schild hinten. Aber wenn wir tatsächlich den Helfer wieder einstellen, haben wir keine andere Chance. Dann müssen wir das so machen. Ja, schon Kampf hier oben. Jetzt hängen wir selber, wa? Dann das mit dem Doppelten hier. Passiert auch nicht viel. Was für einen komischen kleinen Berg sitzt er denn hier bitte? Das kann doch nicht euer Ernst sein. So, jetzt aber, ne? Die hier sind auch noch echt mistig, diese kleinen Hügel. Solange wir die nicht richtig weg haben, haben wir auch ein Problem gleich, wenn die nächste Ladung kommt. So, guck mal. Oh, hier vorne ist das. Alter, was eine Buckelpiste. Wir machen das aber auch echt nicht besser hier. Keine Chance. Wir machen das eher schlimmer jedes Mal. Mit jedem Mal, wo wir hier ein bisschen was versuchen zu verteilen, macht man das ein bisschen schlimmer.
nichts zu machen. Ich glaube, da kann ich noch eine Stunde rumfahren hier mit dem Silo. So richtig sauber kriegt man das nicht hin. Ich weiß auch nicht, wann kommt der andere wohl wieder. Der ist schon recht lange unterwegs. Ich glaube, die stehen auch irgendwo in der Ecke wahrscheinlich und kommen nicht voran. Alter, was ist jetzt hier schon wieder passiert? Was sind das denn bitte immer für Hügel? Ja, es bringt so nichts. Ich weiß nicht, ich werde vielleicht jetzt versuchen, das ein bisschen gerade noch hinzukriegen und dann werde ich im Cosplay-Helfer einfach die ganze Zeit hoch und runter fahren lassen in der Hoffnung, dass das einfach immer mehr verdichtet, ohne jetzt überhaupt mit dem Schiebeschild noch arbeiten zu wollen, sondern einfach nur auf und runter, rauf und runter. Lass das Spiel noch eine halbe Stunde laufen. Guck mal, bringt eh nichts. Wahrscheinlich ja nicht mal, weil dieser Hügel kommt. In der Hoffnung, dass wir dann, wenn wir nächstes Mal weitermachen, denn meine heutige Aufnahmesession neigt sich gerade dem Ende zu, dass das denn schön glatt gefahren hat. Dass wir zumindest das nächste Mal noch ein paar Ladungen hier raufkriegen. Eine Million oder so sollten wir schon an Füllstand schaffen. So, Kursaufzeichnung beginnen. Das ist eine ziemliche Räuberpiste, das wissen wir. Das wird auch, ich weiß nicht, ob er das schaffen kann überhaupt. Dass das eine ordentliche glatte Fläche wird, aber versuchen können wir es doch. Rückwärts. Und wieder vorwärts. Das Ganze auf Stopp. Einfach nur Überführung, Abfahrer einstellen. Denn ich bin am Ende der heutigen Aufnahmesession. Tut mir leid, Leute, so richtig produktiv ist unsere Maisernte leider noch nicht. Ich werde ihn jetzt hier einfach mal ein bisschen verdichten lassen. Guck mal, hier drüben hat er sogar auch ein bisschen was rüber, oder was? Ja, 92% verdichtet. Das wird gleich komplett verdichtet sein. Darum geht es jetzt auch nicht. Es geht eigentlich nur darum, dass er mal versucht, das Ganze noch ein bisschen gerader zu kriegen. Scheint schon hier vorne nicht mehr der Fall zu sein. Fahrer entlassen. Warum diese eine kleine Fuppel hier jetzt, oder was? Daran scheitert es, dass er nicht mehr weiterkommt. Sieht so aus. Na gut, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es echt anstrengend ist aktuell. Aber ich gelobe Besserung in einer der nächsten Folgen. Bis dahin. Schönen Tag noch. Schönen Abend. Tschüss.